dass in vorm Stau sind zwei nebeneinander gefahren, die sich verständigt haben und haben die ganze Mittelspur gestört, sodass die ganze Kolonne nicht im Überholverbot durchkannte. Haben wir so meine Kurzzeit von der Polizei bestraft, wenn das macht. Ne? Also stellst du dich schön auf der rechten Seite hin und guckst dem ganzen Desaster hier zu. Aus vorne keine Zeit, rief nur Funk. Ey, hier vorne du, hörst du mich? Jo, zu machen? Jo, komm rum. Und der hat dich dann kurz vor der Baustelle wieder reingelassen. Und schon nicht das Ganze. Das haben wir so manchmal geärgert, ey. Oh. Wow, das war aber geil. Selbst auf der A2 war früher mehr damit. Wir machen mit bei der Challenge, Alter. Ja? Jeden Tag Gemüse essen, Leute. Und Obst. Es ist nicht hier nur Bier und Kiffen und so. Ja? Obst ist angesagt, Digga. Ja? Heute gab es Suppe mit Brokkoli. Mit Brokkoli und frischen Karotten. Eine ganz normale Suppe einfach, Mann, ja. Eine ganz normale Suppe von Knorr. ABC-Suppe, Buchstabensuppe, ja. Einfach nur in den Topf gehauen mit ein bisschen Wasser. Ja? Aber, dann ganz frische Brokkoli-Knollen, ja. Die werden ganz in feine Streifen geschnitten, so nicht einen halben Zentimeter, sondern macht er so einen 3 mm oder so. Schön schmal, die Dinger, einfach die ganzen Knolle sauber abgerupft. Zack, 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 in Streifen geschnitten. Ja? Einfach in den Topf geschmissen. Und dann die Mohrrübe so in 1 mm dicke Scheiben. Ja? Einfach ungestählt. Saubere Mohrrübe aus der Tüte genommen. Zack, ins kochende Wasser mit der ganzen Brühe. Ballert ihr euch weg, ich schwöre, ich hab die geilste Suppe der Welt und ey, überhaupt mal, weißt du, ja. Wer kein Obst ist, Leute, wer kein Obst ist. Wer verliert. Wenn ihr schmeckt, Daumen hoch und Peace an die Community.